aus Leidenschaft für Ästhetik und Dynamik. Mit diesen Worten kündigt BMW sein 6er Coupé an. Der Oberklasse-Sportwagen ist mittlerweile in die dritte Generation gereift und soll die Dynamik eines 2+2-sitzigen Sportwagens mit herausragendem Reisekomfort kombinieren. Auf den ersten Blick imponiert das neue Coupé aber natürlich mit seinem unwiderstehlichen Design. Die athletische Eleganz in der Formgebung deutet schon beim Hingucken die Kräfte an, die im Inneren des BMW schlummern. Durch die lange Motorhaube und die um 74 mm gewachsene Karosserielänge entstehen die Coupé-typischen Proportionen. Und die um knapp 40 mm gesteigerte Fahrzeugbreite betont die stabile Straßenlage. Die ausdrucksstarke Frontpartie wird von der großdimensionierten und leicht nach vorn geneigten BMW-Niere dominiert. Darüber sitzt das BMW-Logo, von dem Konturlinien auf der gewellten Motorhaube durch ihre Dynamik schon visuell einen gewissen Vorwärtsdrang erwecken. Dieser zieht sich über die Seite hin bis ins Heck. Der kraftvolle Karosseriekörper mit seinen markanten Sickellinien kontrastiert mit der scheinbar leicht aufsitzenden Fahrgastzelle. Auch das Heck weist durch seine nach unten hin breiter werdende Form die stabile Straßenlage auf. Der Innenraum ist BMW-typisch fahrerorientiert gestaltet. Der mittlere Bereich der Instrumententafel inklusive Bedienfelder für Audioanlage und Klimaautomatik neigt sich leicht zum Fahrer hin. Außerdem liegt der Gangwahlschalter auf einer sich zum Fahrer hin öffnenden Fläche, die sich zusätzlich leicht zu ihm senkt. Durch den erweiterten Radstand ergibt sich im Innenraum mehr Sitzkomfort. Die extra für die neue BMW 6er-Reihe entwickelten Leichtbausitze werden in drei Varianten angeboten. Da gibt es sowohl die serienmäßige Ausführung als auch die Wahl zwischen Sportsitzen mit optimiertem Seitenhalt und Komfortsitzen, welche besondere elektrische Einstellungen ermöglichen. Alternativ zur serienmäßigen Lederausführung Dakota wird auch die Variante Exklusivleder Nappa angeboten. Der Kofferraum schluckt 460 Liter und soll Platz bieten für beispielsweise drei 46 Zoll Golftaschen. Zur Markteinführung stehen für das neue BMW 6er Coupé zwei Motorvarianten zur Auswahl. Ein V8 und ein Reihen-6-Zylinder. Beide sind mit BMW Twin Power Turbo Technologie ausgestattet und kommen serienmäßig mit 8-Gang-Sportautomatik als auch Autostart-Stopp-Funktion. Der 8-Zylinder-Motor im BMW 650i leistet 407 PS und beschleunigt das Coupé in 4,9 Sekunden aus dem Stand auf 100. Der Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer ist bei 10,4 Litern angegeben. Der 6-zylindrige BMW 640i ist mit seinen 320 PS etwas schwächer in der Leistung, soll dafür aber nur 7,7 Liter schlucken. Grob gesagt stehen dem Fahrer drei Modi zur Fahrzeugabstimmung zur Auswahl. Über eine Taste auf der Mittelkonsole kann gewählt werden zwischen Normal, Sport und Sport Plus. Im neuen BMW 640i Coupé kann außerdem der Eco Pro Modus aktiviert werden und in Verbindung mit dem System Adaptive Drive steht zusätzlich der Modus Komfort zur Verfügung. Außerdem verändern sich die Eigenschaften der Modi erneut, je nach optionalen Zusatzausstattungen. Im Prinzip gibt es also viel mehr als nur drei Modi. Das neue BMW 6er Coupé wird gemeinsam mit dem neuen Cabrio im BMW-Werk Dingolfing gefertigt. Ab Herbst 2011 ist der Traumwagen zu haben. Die Preise beginnen bei knapp 75.000 Euro für das 640i Coupé bzw. knapp 86.000 Euro für das 650i Coupé.